Alter, wie klein ist denn die Reichweite davon? War schon mal jemand auf dem Southside Festival? Klingt nice. Habe ich auch schon von vielen gehört. War ich selbst aber noch nicht da. Man kann sich hier nicht hochziehen, ne? Ne. Noch nie so hohen Blutdruck gehabt. Oh Gott, nein, bitte nicht. Kann man sich daran ziehen? Sah ein bisschen aus wie etwas, wo man sich heranziehen kann. Dann werden wir uns an die Kiste da, denke ich, nicht ranziehen können. Schade. Das heißt, wir haben jetzt Boris den Dings da geholfen. Oder eher gesagt, unten gefunden. Haben den Greifhaken, aber noch nicht Impa getroffen. Impa würde ich gerne treffen. Die wollte ja irgendwas Krankes hier besiegen, bekämpfen, wie auch immer. What do we have here? Hallihallo. Was eine süße Truhe. Scheißding. Probiere. Nett. Hallo? Poggers. Davon brauchen wir aber gerade tatsächlich keine. Moin. Jimmy. Ich habe gerade leider keinen Platz. Aber cool. Ah, Moment mal. Ich glaube, Impa soll man jetzt gar nicht unbedingt hier finden. Weil guckt mal auf die Minimap unten. Man hat jetzt ganz viele neue Orte, die man besuchen kann. Und wir konnten ja nur noch nicht zu dem Tempel. Weil... Dings. Weil wir das Item nicht besaßen, was wir gerade bekommen haben. Das war essentiell wichtig dafür. Haben die ja öfter gesagt. Ja, dann würde ich sagen, machen wir uns auf zum ersten Tempel. Denke ich. Versuchen wir einfach mal. Gehen jetzt mal als erstes zum Waldtempel. Wo wir wahrscheinlich den Enterhaken direkt verwenden dürfen. Hast du vor, direkt Epona zu holen? War jetzt gerade noch nicht geplant, nein. Mir ist letztens aufgefallen, wenn ich mich bücke und irgendwas aufhebe, klinge ich voll wie Donkey Kong. Ist einfach... Was ist los mit mir? What the fuck? Hast du schon mal überlegt, irgendwas mit zu vertonen? Ich würde voll gerne. Weird flex, but okay. So als würde einer flexen, dass er klingt wie Donkey Kong. Das ist kein Kompliment an mich. ich würde super gerne was vertonen und auch so synchron sprechen und so. Ich bin immer noch der Meinung, dass man nicht in große Produktionen gehen soll, wenn man keine Lehre gemacht hat, seine Stimme richtig zu verwenden. Auge auf Julian Bam und Sonic. Aber so fanmäßig irgendwie was zu vertonen oder so, hätte ich mega Bock drauf. Holy shit. Ultra. Aber halt nur so fanmäßig. Jetzt nichts irgendwie im großen Stile. Moin. Haha. Krass, dass jetzt hier auch alles übersät ist mit Monstern. Das wirkt gerade wie so eine Mod. Weil die einfach überall Monster sind. Holy shit.
Alter, der ist einfach viel zu groß. Boah, so riesig, Mann. Ich find's bei einigen Laien schon cool, siehe Gronkh oder Lego-Joker, aber er selbst sagt ja auch, dass man den Unterschied schon hört, man die großen Rollen eher den Profis überlassen sollte. Original das. Moin. Also, ich habe so ein bisschen entnommen, dass der Waldtempel euer Least Favorite ist und euch nicht so ganz gefällt. Ich bin gespannt, weswegen. Ich muss zugeben, dass ich alleine die schon doof finde. Der Wassertempel ist auch so ein riesiges Problem. Alle hassen den Wassertempel, ja. Ja, Kurayami Kuro sehe ich ähnlich. Also das erste Problem, was ich sehe, ist da reinzukommen. Hallo. Muss ich dich an der Nase kitzeln? Aber man kann ja auch mal um den rumlaufen. Wir sind noch nie um den rumgelaufen. Ist hier hinten vielleicht irgendwas versteckt? Ich dachte gerade, dass dieses Klingelingeling Dings. Eine Skulltula wäre. Stimmt, der Tempel ist wahrscheinlich da, wo wir das letzte Mal Dings getroffen haben. Die Waldelfen-Freundin von uns. Warum bist du hier? Weißt du, alles hätte man da hinsetzen können, aber du bist da. Ja, moin Kai! Du kannst locker auch die Soundtracks übernehmen, also ganz ohne Instrumente. Ja, oder? Das kriege ich auch hin. Ist voll mein Ding. Da wollen wir hoch. Ich spiele dann die Ocarina-Musik ein. Ich finde, das klingt nach einem Deal, Jasmin. Ich finde, das klingt nach einer sehr guten Mod-Idee. Wird so geschrieben tatsächlich, ja. Da waren wir schon mal drin, oder? Nehme ich mit. Mir tun die Wesen voll leid, die wollen doch eigentlich nur leben und Thomas tötet sie. Ja, Thomas ist so ein Arschloch einfach. It's a fact. Oh, ich habe meine Maus hier noch die ganze Zeit. Ah, das war die Verbindung zu Goronia. Stimmt. Ja, ich war bei meinen Skulltula-Freunden. Ich bin falsch gelaufen, oder? Ich dachte, ich würde mich noch dran erinnern. Warum heißt der Thomas? Weil Thomas hier war und Thomas ist ein wundervoll human being. Aber war das jetzt nicht hier lang? Nö. Ich war mir so sicher, dass es da lang ist. Soll ich nochmal da lang gehen und sehen, dass es nicht da lang geht? Jetzt ist es aber gar nicht mehr irgendwo lauter und leiser. Probier's nochmal. I can try. Wer sind Sie? Mich können Sie nicht täuschen, auch wenn Sie Kleidung tragen, die Kokiri ähnlich sind. Ich habe Salia versprochen, Sie vor allen Gefahren zu schützen.
Wenn Sie sie wirklich unbedingt sehen wollen, dann zeigt mir, dass Sie wirklich ein Freund von ihr sind. Zeigt mir etwas, das Sie mit ihr verbindet. Pah, als ob sie einen Erwachsenen wie Sie zum Freund hätte. Gibt da so eine Sache. RYX. Yaka, ich habe sie gesehen und ich will sie haben, so sehr. Bitte spendet mir jetzt 300 Euro, danke, Kuss! Diese Melodie! Salia hat sie geschrieben. Sie kennen Salia? Das Lied. Salia hat das Lied nur ihren engsten Freunden beigebracht. Nun gut, ich vertraue dir. Komisch, irgendwie erinnerst du mich an jemanden. Ich meine es wirklich nicht böse, aber ich hab's dir schon sehr häufig gesagt. I'm sorry. Und wenn ich hier 3 Stunden brauche, mein Freund. Das sieht nicht richtig aus. Obwohl, wäre ja dumm, wenn sich das changed, bevor man richtig reingeht, oder? Oh. Crazy. Was haben wir hier? Hi Keks Gaming. Also hier hat der Junge uns gerade durchgelassen. Hey. Den nehme ich gerne. Es könnte jetzt natürlich sein, dass irgendeiner dieser Wege zu einem neuen Tempel oder so führt. Oder halt in irgendeine Richtung. Hey. Noch ein kleines Löchlein. Moin. Verschone mich. Gewähr mir Gnade und ich sorge dafür, dass du von allen mehr Dekonüsse tragen kannst. Warum nicht? Hab Dank! Jetzt können wir 30 tragen. Halt ein! Lass mich gehen und verkauf dir Pfeile! Nee. Schöne Grüße von Tree Rider und schöne Grüße zurück. Ganz, ganz liebe Grüße. Pfeile verkaufen, wenn du noch keinen Bogen hast. Big Brain Time. Ist so. Da geht's jetzt wahrscheinlich zurück, ne? Heilige Lichtung. Hier wollte ich doch sogar hin. Ab hier wird's ziemlich eng. Sei vorsichtig, damit dich keine miesen Typen erwischen. So schaust du sofort den Gang hinab, wenn du um die Ecke gehst. Und lauf seitwärts um die Ecke, so kann dir niemand auflauern. Chill your fucking dick, man. Okay. Can you, like, fuck off? Sind das eigentlich Hunde? Sehen ein bisschen aus wie Hunde. Wie langsam laufen die eigentlich? Du brauchst nur einen Hit? Well, that's wild.
Geht doch. Blöden Männers. Na! Chill, Bruder! Ist okay. Kommt jetzt bis hier um die Ecke. Man kann es entweder so machen, dass Jasmin fragt, kann ich dir für die einen Tipp geben? Oder Falcon Eagle, du hörst auch nicht auf die 300. Backseat Gaming Antwort und haust es einfach hier rein. Ich meine das ja immer nicht böse, aber Leute, weil ich das echt schon 5-mal gesagt habe, it's not that hard. Junge. Oh. Warum sollte ich denn dann... Well, that worked. Sehr schön. Tatsächlich noch nicht. Ich habe aber gesehen, dass die auf Tour gehen. Dadurch habe ich mir schon gedacht, dass es irgendwie was geben wird. Ich habe heute sogar morgen überlegt, heute morgens überlegt, ob ich den Pulli von denen anziehe. Funny. Da setzt er sich einfach auf dich. Ja, voll fies. Aber ey, ich hatte ein Schwert. Ich glaube, das tut ein bisschen weh im Popo. So einfach so. Hey. Chic. Der Fluss der Zeit ist grausam. Seine Geschwindigkeit scheint für jede Person vorbestimmt. Niemand hat die Möglichkeit, sie zu ändern. Chic sieht die... Raus. Da ist die Tür. Etwas, das sich nie verändern wird, sind die Erinnerungen an vergangene Tage. Genieße daher jede Sekunde deines Lebens. Mit dem Minuett des Waldes kehrst du zum Waldtempel zurück. Yo, das ist ein komplizierter Song. Too complicated for me, sorry. Damn. Du hast das Menuett des Waldes erlernt. Thomas, wir werden uns wiedersehen. I sure hope we do. Wo ist sie hin? Bro! She's a magician. What the fuck? What the fuck? So, können wir uns jetzt hier irgendwie hochziehen oder so? Wahoo! Nice! Erster Tempel. Waldtempel. Da oben ist direkt was. Das will ich haben. I want it, I got it, I got it, I want it, I want it, I got it. Da oben ist auch noch eine Skulptur da. Ich find's so krass, dass ihr das so sehr hasst. Was sind das für unfassbar nervige Geräusche? Das tat selbst in meinen Ohren weh. Ein kleiner Schlüssel. Ach krass, das braucht man dann sogar, dass man hier oben hingeht.